Der neue Hoffnungsträger von Manchester United, Erik Ten Hag, und der lachende Jürgen Klopp. Liverpool gegen Manchester United in Thailand, in Bangkok. Liverpool in Weiß mit Diaz, erste Chance, De Gea fliegt spektakulär in der 10. Spielminute. Großartige Stimmung, tolle Atmosphäre bei dieser Partie und eine faszinierende erste Halbzeit. United in den roten Trikots mit Fernandes. Dann der Fehler, die Einladung für Jadon Sancho. 1:0. 12. Minute. Vorbereitung Fernandes. Mabaya mit dem Missgeschick und der Rechtsschuss von Jadon Sancho. Nichts zu machen da hinten für Alisson Becker. Da zappelte das Netz das erste Mal. Die Antwort von Liverpool. Scheibenschießen da im Strafraum von Manchester United. Liverpool mit Carvalho an den Pfosten. Diaz, der dann nicht mehr traf. Carvalho und das Aluminium weiter. Also 1:0 für Manchester United. Wieder der FC Liverpool mit Diaz. Auch der streichelte das Aluminium in der 19. Spielminute. Viel effektiver auf der anderen Seite United mit einem sensationellen Treffer, der so entsteht und sich so anfühlt. Der sich so anfühlt. Fred. Alle streicheln ihm das Haupthaar, das Spektakuläre. Noch spektakulärer sein Heber gegen Alisson Becker. Genau richtig getimt. Ein unglaubliches Tor und Alisson geschlagen. 2:0 für United. Eine Gala-Vorstellung also von United und Fehler von Liverpools Williams. Martial sagt Dankeschön. Auch der hebt den Ball über Alisson Becker. 3:0 noch vor der Halbzeitpause. Fehler Rhys Williams. Hier immer wieder Abwehrschnitzer des FC Liverpool in dieser ersten Halbzeit. Und Martial nutzte das gnadenlos aus. Was für eine Vorstellung für Manchester United. Und was für ein frustrierter Jürgen Klopp zur Halbzeitpause. Der wechselte immer wieder insgesamt 3 verschiedene Teams. Hinten raus kam Mo Salah in die Mannschaft. Immer wieder verschiedene Feldspieler. Und United nutzte das auf der anderen Seite auch mit ein paar Underdogs. Facundo, Pellistri, der kleine Mann aus Uruguay. 4:0. Pellistri, der da vollenden konnte, auch in der 2. Halbzeit. Also der Torerfolg bei Manchester United und nichts zu holen für Liverpool. Oder doch, Salah ja drauf, Salah ja drauf, Salah ja drauf und dran, aber eben nicht drin. Und hinten dran noch Núñez, David Núñez, der Neuzugang. Salah und der Pfosten, kein Tor für Poole. 4 Tore für United. Was für ein Erfolg für Erik Ten Hag im Duell mit Jürgen Klopp.